Hallo, du hast demnächst die ISDE-1-Prüfung und möchtest dich darauf vorbereiten, dann bist du in diesem Video genau richtig. Ali hat für 4 Wochen seine Prüfung abgelegt und wir zeigen dir in diesem Video, wie man sich ein bisschen darauf vorbereiten kann und wie die Prüfung abläuft. Los geht's! Die mündliche Prüfung im DSD 1 dauert insgesamt 15 Minuten. Diese sind unterteilt in 3x5 Minuten. In den ersten 5 Minuten gibt es ein Gespräch über dich als Person sowie deine Interessen und Erfahrungen. In den zweiten 5 Minuten sollst du einen Vortrag über ein von dir gewähltes Thema halten. In den dritten 5 Minuten gibt es ein Gespräch zwischen dir und den Prüfern zu diesem Vortrag. In der Prüfung achten die Prüfer auf deinen Wortschatz, deine Grammatik und deine Aussprache. Vor allem den Wortschatz für dein Thema musst du dir aber selbst erarbeiten. Mit YouTube und Mr. Google ist das heute aber sehr leicht. Viele Schüler schreiben oft das, was sie sagen wollen, in ihrer Muttersprache und suchen dann die entsprechenden Begriffe im Deutschen. Wenn du in deiner Muttersprache lesen und schreiben kannst, ist das eine gute Strategie. Wenn nicht, musst du gleich deutsche Erklärungen zu deinem Text suchen und andere fragen, was die Begriffe bedeuten, die du nicht verstehst. Erstelle für deinen Vortrag ein Plakat. Wenn man dein Plakat anschaut, muss auf den ersten Blick deutlich werden, worum es bei deinem Vortrag geht. Wähle eine Überschrift und ein oder zwei große Bilder, mit denen du dein Thema erklärst. Während des Vortrags sollst du immer wieder auf dein Plakat verweisen. Übe deinen Vortrag mehrfach zu Hause vor dem Spiegel und halte ihn dann vor deiner Familie oder Freunden. Die können dir so noch sagen, was du schon gut machst und was du noch verbessern kannst. Ali hat seinen Vortrag nach seiner Prüfung noch einmal für euch vor der Kamera vorgetragen. Er arbeitet gut mit dem Plakat. Seine sprachlichen Fehler habe ich verbessert und diese Verbesserungen rot unterstrichen, damit ihr keine Fehler von ihm übernehmt. In seiner richtigen Prüfung hat er auch etwas länger gesprochen als hier. Hallo, ich bin Ali Rasol. Heute spreche ich über das Thema Fußball. Auf dem Plakat sieht man ein Spielfeld. Es gibt 2 Mannschaften auf dem Spielfeld. Zu jeder Mannschaft 11 Spieler. Und die versuchen gegeneinander zu schießen. Und da ist der Strafraum und da ist der Tor. Da ist die Mittellinie und da ist Anstoß. Und da ist der Linie auslinien. Am Anfang ist der Spielzeit ist 19 Minuten und Halbzeit ist 45 und dann kommt eine kurze Pause und am Anstoß kommt der Schiedsrichter und der Kapitän, 2 Kapitäne. Der Schiedsrichter wirft die Münze und versucht, wer gewonnen hat. Und der hat gewonnen, der fehlt. Der Halbfeld oder der Ball. Ja, und da es gibt 3 Schiedsrichter, einer ist in der Mitte und 2 ist Außenlinie. Und der Schiedsrichter guckt, wer der Foul macht. Und der draußen, wenn der Ball rausgeht, er pfeift und kommt der andere Mann, trifft einen Einwurf. Man macht den Hand hinter den Kopf und beide durchsetzen dann und man wirft den Ball. Und da ist die Tribüne, da ist der Stürmer und da ist der Mittelfeldspieler und da ist die Verteidiger und der Torwart. Ja, ich habe bei einer Mannschaft gewählt, weil es dann deutsche Mannschaft. Ja, der Sturm ist Robin, Lewandowski und Ribéry. Der Mittelfeldspieler ist Müller, Martins und Rodriguez.
die Verteidigerin Kimmich, Boateng und Hummels und David Alaba. Und der Torwart ist Neuer. Ja, und da ist ein Fallrückzieher. Man springt und schießt den Ball hinter den Rücken und man fällt es ein auf den Rücken. Das ist eine Technik. Und da ist ein Foul, wenn man einen Foul hat, fällt der Schiedsrichter und kriegt man eine gelbe Karte. Und wenn man einen schlechten Foul hat, kriegt die rote Karte. Die erste, zweite gelbe Karte und dann rote Karte. Wenn man in den Strafraum einen Foul bekommt, einen Elfmeter. Und nur ein Spieler und der Torwart. Und da sind die Fahnen, die klatschen so unserer Mannschaft. Und leider, es gibt Hooligan, da kommen nur zu schlagen. Ja, meine Lieblingsmannschaft ist Real Madrid, weil es gibt viele starke Spieler und die immer gewonnen Mannschaft. Und der, mein Lieblingsspieler ist Ronaldo, weil er ist stark und er spielt gut. Und er ist der Beste auf der Welt. So, wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video ein bisschen bei der Prüfungsvorbereitung helfen. Und für die Prüfung drücken wir euch die Daumen. Viel Glück. Ja. Gut.